Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ja, beim letzten Mal habe ich das Spiel hier abgebrochen, weil ich gedacht habe, dass es einen Bug hat, dass es einen Hänger hat. Und weil das Spiel nicht registriert hat, dass ich alle Wichtel besiegt habe und mir die Karte, also die Karte nicht auf uns, Harry. Erschienen ist. Wir sollten wirklich zum Unterricht. Ja. Jetzt, als ich das Spiel wieder gestartet habe, gerade ist die Karte aber erschienen. Das heißt, ich kann eventuell hier weitermachen. Ich gehe zumindest mal stark davon aus, weil raus. Doch, ich kann raus. Warum kann ich jetzt auf einmal raus? Sollen wir hier weitermachen? Wir machen erstmal weiter. So. Ich finde, es wird immer noch sehr laut. Aber naja. Mir ist bewusst, dass man meine Maus immer noch sehr laut hören wird. Klar, ich finde das selber auch scheiße, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das bei dem Mikrofon ändern kann. Dass man das nicht mehr so laut hört. Ich habe heute leider nicht so furchtbar viel Zeit. Ausgezeichnete Zauberei, ihr beiden! Super, ne? Okay, ich glaube, eine Karte fehlt uns dann noch. Welchen Satz bekommen wir denn hier überhaupt? Tierwesen hatten wir schon. Die Riesen? Nein. Zauberer? Ich weiß es gar nicht. Lass mal gucken. Es sah aber so aus, als wären es die Riesen. Naja, was soll's. Wir werden das schon noch rausfinden. Wartet mal ganz kurz. Ich will noch mal gucken, ob ich die Optionen nicht doch ein bisschen runterstellen kann noch. Was heißt denn Stereo vertauschen? Bringt das irgendwas? Also so wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob das bei der Aufnahme jetzt irgendwas gemacht hat. Ich komme nicht an den scheiß Wichtel ran. Nicht, dass das jetzt schon wieder einen Bug gibt. Ah, jetzt. Okay, ich hab ihn. Wie gesagt, ich hoffe, das hat jetzt nichts mit der Aufnahme gemacht. Ich finde es immer noch ziemlich nervig, dass die jedes Mal diesen Zauber brüllen müssen, wenn man den anderen wirkt quasi. Aber offensichtlich ist das wichtig. Boah, Ron kriegt voll alles auf die Schnauze. Gut gemacht, Ron. Du warst brillant, Hermine. Sehr gut. Okay. Also die Schokofrösche heilen alle drei, soweit ich das sehe. Ich glaube, aber einmal müssen wir noch, ne? Ja. Okay. Rectus Centra! Komm schon. Ja, da hinten, der versteckt sich wieder, der kleine Sack. Oh, kommen jetzt etwa vier Wellen oder was? Sieht stark danach aus. Alter, die greifen einfach nur Ron an, das ist voll mies. Komm schon. Nein, nicht verstecken. Nicht verstecken, komm schon. Okay, sehr schön. Ich treffe die Viecher gar nicht, Ron. Ich finde das Rictus Sempra-Zeichen irgendwie interessant. Ich meine, den Zauber, den gab es ja vorher auch schon, aber das Zeichen so in dieser Art gab es halt nicht. Oh, ist ja mies. Okay, jetzt reicht es aber so langsam. Ich habe genug von diesem Licht.
Das Ausweichen vergesse ich irgendwie manchmal. Oh yeah. Wir haben es geschafft. Genau. Fliegt weg und kommt nie wieder. Warum kneifen die auch immer so zusammen, wenn die was sagen? Habt ihr das gesehen? Die kneifen die auch immer so zusammen, wenn die irgendwas sagen. Das ist total komisch. Hey, gib mir die. Wie viele Frösche brauche ich zwar eigentlich gar nicht, aber jetzt kann ich gucken, welcher Satz das jetzt war. Und es waren tatsächlich die Riesen, die ich jetzt zusammenbekommen habe. Die zwei haben wir uns schon mal angehört. Angus of Upper Barnton, 15. Jahrhundert. Riese, der vom bekannten Riesentöter Gifford Ollerton zur Strecke gebracht wurde. Mhm. Also so berühmt scheint er nicht gewesen zu sein. Ich kenne ihn nämlich nicht. Goliath. Oh ja. Biblisch. Daten unbekannt. Von den Philistern im Krieg gegen die Israeliten eingesetzter Söldnerriese. Wurde von einem Jungen mit einer Schleuder erschlagen. Schon peinlich, oder? Und Morholt, alter Ire, Daten unbekannt. Riesiger Bruder des Königs von Irland, verwundete den irischen Helden Tristan mit einem vergifteten Schwert, als dieser ihn vernichten wollte. Also irgendwie alles sehr geschichtlich gehalten. Man kennt die meisten Charaktere tatsächlich von diesen Karten. Das finde ich ganz cool eigentlich. Neville wartet auf uns, Harry. Wir sollten wirklich zum Unterricht. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Speichern. Sehr gut. Und auf zum Unterricht mit Hagrid. Ah, was ist denn das? Ich hoffe, Hagrid verlangt nicht von uns, dass wir das anfassen. Ekelhafte Kreatur. Willkommen zu Pflege magischer Geschöpfe. Dieses Jahr werde ich euch unterrichten. Ich möchte euch Seitenschnabel vorstellen. Er ist ein Hippogreif. Heute lernen wir, auf ihm zu reiten. Du zuerst, Harry. Geh auf ihn zu, verbeuge dich und warte. Ich verbeug mich doch nicht vor diesem hässlichen Scheusal. Hallo, Seitenschnabel. Ja, guter Hippogreif. Muss durch genug Fledermäuse fliegen, um die Zahl oben im Zähler zu schlagen. Wenn du bereit bist, drück einfach die rechte Maustaste, um mit Schnäbelchen zu fliegen. Hui. So, das Schwierige hierbei ist jetzt nur, man muss mit der rechten Maustaste immer den Flügelschlag quasi auslösen. Und damit... Ja! Dann versuchen, durch diese Fledermäuse hier zu kommen. Das fand ich auch wieder im PlayStation-Teil ein bisschen cooler. Wow, ja, den habe ich zum Beispiel gar nicht erwischt. Ja! Die Punktezahl seht ihr rechts oben. 1200 habe ich, 1300, 1500 brauche ich. Okay, die 1500 habe ich schon mal zusammen. Aber man kann diese Herausforderung jetzt öfter machen. Und je öfter man sie macht, desto schwieriger wird sie. Die Ringe werden kleiner. Die Punkte werden mehr. Es ist wirklich gar nicht so einfach. Ja, ich habe teilweise bei den Herausforderungen, bei den letzten Herausforderungen, bin ich teilweise echt verzweifelt. Weil ich es einfach aus Verrecken nicht hinbekommen habe. Aber man kriegt halt für jeden Durchgang, den man hier macht, eine Bildkarte. Also für jeden erfolgreichen Durchgang natürlich. Sammelkarte. Wirklich gut gemacht, Harry. Möchtest du noch einen Versuch starten, komm einfach zur Koppel zurück. Insgesamt gibt es 5 Flugstrecken. Auf jeder kannst du eine Sammelkarte gewinnen. Mhm. Du bist überhaupt nicht gefährlich, oder? Du großes, hässliches Scheusal. Ich sterbe, seht her! Es hat mich umgebracht! Du stirbst nicht! Er rennt einfach. Glaubst du, er wird wieder gesund? Weg. Natürlich. Madame Pomfrey kann Wunden in Sekunden heilen. Ich wette, Malfoy wird Hagrid die Hölle heiß machen. Okay, das hätten sie wirklich ein bisschen authentischer rüberbringen können, das muss ich schon sagen. Das wäre so... Harry machte sich um Hagrid große Sorgen
unter Malfoy so viel Wirbel um seine Wunde machte, hatte er auch Angst um seinen Schnabel. Wo ist Hermine denn hingegangen? Verwandlung fängt bald an. Bereit für den Unterricht, ihr beiden? Alles in Ordnung? Was ist passiert? Ich bin nur ein wenig müde, mehr nicht. Jetzt aber ab in den ersten Stock, sonst kommen wir zu spät zur Verwandlung. Wir könnten die Abkürzung über das Porträt im ersten Stock... Oder die Treppe nehmen. Ganz wie du willst, Harry. Okay, erster Stock. Verwandlung. Okay. Erstmal wieder speichern. Also wie gesagt, das fand ich sehr, sehr unauthentisch, diese Sache mit Malfoy. Er krümmt sich zusammen, oh mein Gott, ich sterbe. Und geht dann aber mit Hagrid weg. Hagrid ist auch irgendwie von der Stimme her gar nicht wirklich aufgeregt. Ich weiß nicht, irgendwie wirkte das so komisch einfach. Das war irgendwie nicht so Wenn wir hinter dieses Porträt schauen wollen, müssen wir bei Fred und George im Laden das Passwort kaufen. Ah ja, genau, dafür sind nämlich die Passwörter da. Depulso! Wie ihr vielleicht auch schon bemerkt habt, die Intros bei mir sind... Man kommt gar nicht dazu, irgendwas zu erzählen. Oh, sieh an, wenn das nicht Wiesel, Mäkler und Potty sind. Hieß. Ich traue dieser Rüstung nicht. Er hat uns eingeschlossen. Wir können ihn schlagen, wenn wir alle gleichzeitig zaubern. Ron, zaubere deinen Carperetractum-Zauber, wenn wir ihn geschwächt haben. Oh je, drei kleine Spielkameraden. Okay, eigentlich sind die Kämpfe gegen Peeves immer mega einfach. Carperetractum! Vorsichtig! Weil ich ihm jetzt jedes Mal einen Teil der Rüstung dann klaue. Victor Sandra! Schmeißt mit Stinkbomben! Victor Sandra! Carperetractum! Unfair! Nix unfair. So, was ich eigentlich sagen wollte. Wie euch vielleicht aufgefallen ist. Oh shit. Die Intros meiner Videos sehen jetzt jedes Mal anders aus. Und das liegt auch da. Das liegt halt daran, dass ich quasi für jedes Video ein extra Intro erstelle. Komm schon, einmal noch. Hä? Nochmal? Unfair! Du warst fantastisch, Ron! Es ist einfach, gut zu sein, wenn man sich so erschreckt. Wir sollten jetzt endlich zur Verwandlung gehen. Wegen Peeves sind wir bestimmt zu spät. Kenntnispasteten. Also wie gesagt, das Intro, das erstelle ich jetzt für jeden Part quasi einzeln und packe da schon vorab so ein paar Szenen aus dem Part rein. Ich wollte das eigentlich beim zweiten Teil schon machen, allerdings ist mir das da zu spät eingefallen. Da hatte ich halt die ersten drei Parts quasi schon hochgeladen und dann dachte ich mir so, okay, dann brauche ich das jetzt halt auch nicht mehr machen. Aber ich fand das eigentlich eine sehr coole Idee. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Und ja, ich fand das eigentlich sehr gut. Ich hoffe, ihr auch. Auf zur Verwandlung. Hallo und willkommen zum Verwandlungsunterricht. Mit einem sehr schwierigen Verwandlungszauber kann ein Zauberer zu einem Animagus werden. Animagi können sich in Tiere und dann wieder zurück in Menschen verwandeln. Zum Beispiel... Irgendwelche Fragen? Professor McGonagall, sind Werwölfe Animagi? Nein, sind sie nicht. Animagi verwandeln sich willentlich in Tiere. Werwölfe können diese Verwandlung nicht steuern. Und jetzt zur heutigen Lektion. Den Draconiforce und Lapiforce zaubern. Hermine, vielleicht könntest du der Klasse die Übung vorführen, die ich vorbereitet habe. Ich? Oh ja! Wenn du einfach durch diese Tür gehen würdest. Interessant, dass ausgerechnet jetzt Animagi und Werwölfe angesprochen werden. Genau. Lapiforce, die Verwandlung von kleinen Gegenständen in Kaninchen.
Korrekt, Hermine. 5 Hauspunkte für Gryffindor. Na, das will ich doch hoffen. Zaubere Lapifors auf die Kaninchenstatue. Du kannst dann das verwandelte Kaninchen kontrollieren. Also dann. Lapifors! Benutze die Pfeiltasten, um das Kaninchen zu bewegen. Ich finde das so mit mega süß. Mit der Maustaste hüpft das Kaninchen. Drücke Pfeiltaste oben und halte die rechte Maustaste gedrückt, um weit zu springen. Drücke Enter, wann immer du den Zauber unterbrechen möchtest. Mhm. Oder erfülle die Aufgabe mit dem Kaninchen und der Zauber hört von alleine auf zu wirken. Oh, ich finde das Kaninchen so niedlich. Du findest bei dieser Aufgabe überall Kaninchenlöcher, Hermine. Wird ein Loch durch Gras versperrt, drücke die linke Maustaste und das Kaninchen frisst sich hindurch. Verstanden. Linke Maustaste drücken, um sich durch das Gras zu fressen. Nom 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 nom. So. Ich finde das Geräusch irgendwie lustig von dem Hasen. Ausgezeichnet. Schau jetzt auf den Erdhügel. Platziere das Kaninchen oben auf dem Hügel und drück die linke Maustaste, um mit dem Graben zu beginnen. Genau. Mit der linken Maustaste fressen oder graben. Wieso wiederholt sie das immer? Hervorragend, Hermine. Na also, so funktioniert also der Lapifors-Zauber. Depulso! Hier habe ich beim letzten Mal nicht direkt alle Karten gefunden. Deswegen musste ich das am Ende nochmal machen, aber wie gesagt, hier findet man die Drachenkarten. Yeah. Okay. Warte, dahinter ist noch ein Kesselkuchen. So. Ich darf natürlich im besten Fall nicht im Weg stehen. Ui! Ich finde diese springen auch so super mega weit, diese Kaninchen einfach. Ah, Bohnen. Ganz viele Bohnen. Okay, die Intros hatte ich angesprochen. Irgendwas wollte ich noch ansprechen. Komm schon, friss dich da durch. Dankeschön. Om nom 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 nom. Ja, okay, sehr schön. Und Speicherbuch. Ich muss zugeben, ich bin noch nicht so furchtbar gesprächig, einfach weil ich auch heute irgendwie... Ich bin gerade aufgestanden. Ich habe noch nichts gefrühstückt, aber ich wollte einfach unbedingt noch ein Part aufnehmen. Vielleicht sollte ich das auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, wenn ich wieder ein bisschen mehr Motivation dazu habe auch. Beziehungsweise, ich habe Motivation zum Zocken, das ist gar keine Frage. Aber ich muss nachher noch weg, beziehungsweise ich wollte gerne noch weg, weil ich mich noch mit einer Freundin treffen wollte. Und ja, mich aus dem Haus zu bewegen ist für mich immer so ein bisschen schwierig, gerade wenn ich Urlaub habe. Deswegen... Ja. Okay, wie komme ich hier jetzt weiter? Ach so, da unten komme ich durch. Aha. Okay. Hüpp. Moment, ich sammle eben noch die Bohnen hier ein. Bitte ohne runterzufallen, danke. Hoppala. So. Da haben wir nämlich den Brunnen geöffnet. Ich wusste nämlich, dass man in den Brunnen reingehen kann. Hui, hui, hui. Das ist so cool. Hui. Nein. Ich habe die Bohnen nicht alle bekommen. Mist. Naja. Hups. Hey, gib mir die Bohnen, verdammt nochmal. So. Manchmal springt das Kaninchen auch ein bisschen zu aufgeregt durch die Gegend. So dass man hier kaum wirklich vorankommt. Okay, geschafft. Ah, da ist noch ein Schild. Den hätte ich vorher gar nicht gesehen. Und jetzt weiter mit dem Drakoniforce-Zauber. Zaubere auf die Drachenstatue, Hermine, um sie in ein Lebewesen zu verwandeln.
Das ist so mega cool einfach. Ich liebe diesen Zauber. Oh, ausgezeichnet. Hör jetzt gut zu. Um weiterzumachen, musst du mit dem Drachen das Feuerballpaket aufnehmen. Dann fliegst du hoch und landest auf einer Plattform. Zum Schluss musst du die Fackel anzünden, um diesen Teil der Aufgabe zu lösen. Los geht's, Hermine. Drück die Leertaste, damit der Drache abhebt. Mit den Pfeiltasten fliegst du Kurven. Hat der Drache ein Feuerballpaket aufgelesen, drücke die linke Maustaste und der Drache speit Feuer. Der Drache kann für jedes Paket einmal Feuer speien. Also das Paket verschwindet nicht, sondern es bleibt immer da und man kann halt mehrfach da durchfliegen, um halt auch mehrfach Feuer zu speien. Weil ich finde diesen Drachen einfach so niedlich. Ich muss euch gleich mal zeigen, wie der läuft. Ich finde das so süß. Das ist natürlich auch alles ein Zeitfaktor irgendwie. So. Ich finde das so niedlich. Okay, ich glaube, mehr kann ich jetzt hier nicht machen. Dann fliege ich mal hier durch. So. Und dann drauf. Und Feuer anzünden. Hervorragend, Hermine. Sehr schön. Ich finde diesen Zauber so cool. Die Pulso! Die Pulso! Oh nein. Oh nein. Die Viecher, ey. Ich hab keinen Bock auf die. So. Kommt da jetzt noch eine... Nee, da kommen Kesselkuchen raus. Okay. Hier müssten Kürbispasteten rauskommen. Genau wie hier. Yep. So, und ich glaube, mehr kann ich hier leider auch nicht machen. Deshalb wieder hier hoch. Okay. Gut. Ich glaube, das zählte zu Geheimnissen, oder? Ja, 1 von 8. Wollte mich verarschen. Heiliger. Wo kann ich denn die 8 Geheimnisse finden? Kann ich da runter? Ich glaube, ich sollte nicht da runter. Kann ich die Dinger kaputt? Nein. Okay. Draconifor! Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich kann auch mit der rechten Maustaste kann ich auch... kann ich auch fliegen. Scheiße, Mann. Das ist nicht einfach. Oh Gott. Das ist so schwierig. Also das Fliegen in diesen Harry Potter Spielen fand ich ja schon immer schrecklich. Ob es sei es jetzt mit dem Besen oder mit irgendwas anderem. Ja, hier, das hier ist auch nicht gerade... ein Zuckerschlecken. Das sieht voll süß aus. Jetzt hat der Drache irgendwie so... So, wie so ein Feuer, dass er vor sich so aus seinem Mäulchen kommt. Kann ich hier unten denn irgendwas mit dem Drachen machen vielleicht? Ich kann einen Kürbis anzünden. Nein, bestimmt nicht. Aber ich kann den Kesselkuchen einsammeln. Gib mir den, gib mir den. Dankeschön. So. Auf. Uff, geschafft. Okay, war's das? Ich glaube, das war's. So. Autsch. Oh. Lepolto. Ah, ich musste also doch hier runter. Hier war nämlich eine Karte. Lepolto. Also Kürbispasteten finde ich hier jede Menge. Lepolto. Wetten, ich habe schon wieder überzogen. Oder ich überziehe schon wieder. So, jetzt habe ich einmal gespeichert. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, wie ich mit der Zeit liege. Ja, ich überziehe schon wieder. Okay, dann werde ich den Part an dieser Stelle mal beenden. Jetzt muss ich leider mitten in der Herausforderung beenden. Tja, hätte ich es vor der Herausforderung beendet, wäre es sinniger gewesen. Naja, was soll's. Ist nicht so schlimm. Jetzt habt ihr sowohl den Lapiforce als auch den Draconiforce Zauber schon kennengelernt. Jetzt werde ich diese Aufgabe auf jeden Fall dann auch noch zu Ende führen. Und ja,
Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Ich habe nicht sehr viel geredet. Ich weiß, ich bin aber momentan noch ein bisschen müde. Ich gucke mal, dass ich gleich noch was esse. Und gucke dann, ob ich noch einen Part aufnehme. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Schaut auch auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Da sind immer wichtige Links drin. Und ja, schreibt mir mal eure Meinung zu meinen Intros unten in die Kommentare. Mich würde mal interessieren, wie ihr das so findet. Ist das eine gute Idee? Ist das eine schlechte Idee? Sind da zu viele Spoiler in dem Intro schon drin? Schreibt mir einfach mal, was ihr davon denkt. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao!